Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier mit unserem Hexenmeister Zwergen Let's Play. So, die liebe Jona hat wieder eine Aufgabe für uns. Wollen wir uns natürlich gleich anhören, was die Gute zu sagen hat. Danke, gut. Und dir? Ihr habt uns hier einen großen Dienst erwiesen, doch befürchte ich, dass wir euch weiterschicken müssen. Ein guter Freund von mir, Grelin Weißbart, hat mich wissen lassen, dass er ein wenig Verstärkung gebrauchen könnte. Ihr findet ihn in der Nähe der Trolllager in Richtung Südwesten. Folgt der Straße Richtung Westen, dann solltet ihr ihm früher oder später begegnen. Alles Gute. Trocks mögen vielleicht eine Plage sein, aber Trolle sind nicht zu unterschätzen. Bleibt sauber. Bleibst du sauber, ne? So, den haben wir ja schon gefunden in der letzten Folge. Das war der, der was da bei dem Gnom gestanden hat. Das ist quasi der nächste Quest-Hub hier. 250 Meter. Also so kurze Laufdistanzen werde ich erstmal drinnen lassen. Größere Laufdistanzen werde ich dann natürlich rausschneiden. Außer es passiert halt irgendwas Besonderes am Weg. Gut. Wir laufen natürlich nicht der Straße entlang, wir laufen Querfeld ein. Und dann, ich bin ja schon echt gespannt, ob ihr das Let's Play so feiern werdet wie ich. Aber ich gehe mal davon aus, ne? Grelin Weißbart. Schön, euch zu sehen. Seid gegrüßt, Hexenmeister. Bereit, euch an die Arbeit zu machen? Die Trolle benehmen sich seltsam, mehr als normalerweise, meine ich. Wir haben sie ja schon vorher Kriegstruppen aufstellen sehen, aber diesmal ist es anders. Am wichtigsten ist es jetzt, dass wir Ambossa weiter beschützen. Ich habe nicht vor, diese Trolle Ambossa flankieren zu lassen, während es sich auf die Trocks konzentriert. Geht und dünnt ihre Reihen ein wenig aus. Sie müssen sehen, dass wir keinesfalls ohne Verteidigungen dastehen. Bleibt sauber! Ja, bleiben wir immer. Freude euch zu sehen! Welche Freude euch zu sehen! Oh je, es sieht nicht gut aus für Felix! Ich verstehe jetzt meine Stimme nicht mehr, okay? Ich war gerade auf dem Weg zu den anderen Gnomen in Gnomerigan, aber dann ging alles so schrecklich schief. Ich hatte Ambossa mit gepackten Taschen verlassen und stapfte durch hüfthohen Schnee. Dann kam dieses alberne Erdbeben, wodurch ich völlig die Orientierung verlor. Letzten Endes bin ich hier gelandet und was noch schlimmer ist, die Trolle haben all mein Zeug gestohlen. Barschem, ich habe mich offensichtlich während der letzten 1,5 Tage als völlig inkompetent erwiesen. Bist ja auch ein Gnom. Hättet ihr etwas dagegen, die Lager der Trolle südwestlich von hier zu infiltrieren, um meine Habseligkeiten zurückzubringen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, grundsätzlich würde es mich mal interessieren, welche Völker ihr am meisten liebt, am meisten feiert hier in The World of Warcraft. Was kann ich für euch tun? Ich bin unglaublich schlecht darin, den Gesichtsausdruck von Trollen zu deuten. Daher kommen diese Trolle mir gar nicht wütend vor. Sie scheinen verwirrt, vielleicht ein wenig verängstigt. Hier ist etwas passiert, was wir übersehen, Barashem. Wir sollten der Sache ein wenig auf den Grund gehen, bevor wir einfach alle Trolle umbringen. Hier in der Gegend gibt es 3 Trolllager, 1 im Südosten, 1 im Südwesten und 1 ganz im Westen. In jedem Lager gibt es eine Sterndeuterin. Schaut, ob ihr nahe genug an sie herankommt, dass ihr belauschen könnt, was sie sagen. Okay. Man sieht sie. Ich kenne jetzt die Quests hier im Startgebiet der Zwerge übrigens noch ein bisschen anders. Also ich kenne hier wahrscheinlich noch die älteren Quests. Ist so im WoW mit jedem Add-on, was quasi rauskommt, mit jeder Erweiterung, ändern sich manchmal auch die Stories und die Quests ein wenig. Und von daher ist es auch immer wieder spannend, mal wieder hier von Neuem anzufangen. So, du kannst schon angreifen. Ihr seht, haben alle eigentlich jetzt nicht wirklich eine Chance gegen uns. Hauen überall zuerst natürlich die Verderbnis drauf. Die Verderbnis ist ein Dot, ein Damage over Time sozusagen. Und macht eben hier im Verlauf von 14 Sekunden Schaden, während wir hier den Schattenblitz immer nur einmal einsetzen können. Und dann wieder neu casten müssen.
Trollwelpe der Frostminen. Da liegt auch schon das erste Werkzeug von Felix. Ich hoffe, die können wir da drin angreifen, ohne dass wir hier das Belauschen dann irgendwie stören. Ich vermute mal, dass wir uns da einfach nur hinstellen müssen, dann zu der Tante. Ein bisschen kurz zuhören. Was? Unser Lager wird ein Land aus Eis und Schnee sein, sagt sie. Doch unter der Erde, mein Kind, wird immer Feuer sein. Der Geist kommt von tief unten, um mit Kriknir zu sprechen. Wer ist Kriknir? Kennt ihr Kriknir? Bist du Kriknir? Gehen wir gleich zum nächsten Lager. Nehmen natürlich da jeden Troll am Weg mit, ne? So füllen sich auch unsere Taschen, unsere EP-Leiste natürlich. Achso, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Die Trollwelpen. Haben wir ja alles von denen. Ja komm, wir machen sie trotzdem weg. Wenn sie gelb angezeigt werden, sind sie übrigens uns nicht feindlich gegenüber gesonnen. Das heißt, sie würden uns jetzt nicht direkt angreifen. Aber ich sag mal so, EP ist EP, ne? Und bis Level 60 ist ein weiter Weg. Wir müssen natürlich auch hier Ambosaf gebührlich verteidigen, ne? Drum ein bisschen ausdünnen macht sich hier kein allzu großes Problem hier. Jetzt sind wir auch schon Level 5 mittlerweile. Wir haben Furcht gelernt. Versetzt den Gegner in Angst. Lesen gleich weiter. Versetzt den Gegner in Angst und desorientiert ihn dadurch für 20 Sekunden. Schaden kann diesen Effekt beenden. Maximal ein Ziel. Das kann ich euch auch gleich mal vorführen. Was wir jetzt tun sollen, fragt ihr. Wir warten, sagt sie. Kriknir sagt, er wird mit dem Elementar sprechen, es dazu bringen, auf unsere Seite zu kämpfen. Schon bald werden wir dieses Tal einnehmen. Schon bald. Das glaube ich ihr nicht. So, den versetzen wir jetzt hier mal in Furcht. Jetzt läuft er quasi so davon, bis das eben wieder Schaden kriegt. Beziehungsweise der Buff ausgelaufen ist. Nehmen wir mal hier auf die 3. So, jetzt wollen wir aber fertig machen. Seht, jetzt kommt er wieder zu uns. Das ist ganz, ganz nützlich, wenn wir jetzt zu viele Gegner bei uns am Mann haben. Die, was uns zu nah an die, auf die Pelle rücken, kann Furcht sehr, sehr nützlich sein. Gerade dann, wenn es auch nicht nur auf ein Ziel geht, sondern auf mehrere Ziele anwendbar ist. So, hier holen wir uns jetzt nur schnell das Zeug. Die Geister werden böse mit uns. Ich weiß nicht, warum die Geister uns so abweisen. Sorgt euch nicht, mein Kind. Kriknir wird uns hier durchhelfen. Wer ist Kriknir? Da bin ich schon wieder neugierig, ne? Da bin ich echt schon wieder neugierig. Aber jetzt bringen wir ihm, den kleinen Gnömchen, hier mal sein Zeug wieder. Hey! Sobald ich mein Werkzeug habe, verschwinde ich von hier. Hurra, ihr habt sie gefunden. Macht euch bereit, ihr Frauen von Knummerigern. Hier kommt Felix. So, welcher Weg führt von hier weg? Hinfort, hinfort! Ja. Hi, wie geht's? Wollt kurz mal schauen, wir kaufen uns jetzt hier vielleicht mal so zwei kleine Beutel oder drei, vier. Können wir uns eigentlich auch leisten.
Somit können wir schon wieder mehr Inventar aufnehmen. Ich hoffe, das reicht aus. Ambrosa sollte fürs Erste vor Trollen sicher sein. Jetzt lasst uns herausfinden, was die Trolle so in Aufruhr versetzt hat. Mögen eure Reisen sicher sein. Was geht euch durch den Kopf? Interessant. Nach dem, was ihr berichtet, scheint ein Feuerelementar sich aus der sengenden Schlucht eingeschlichen zu haben. Oder das Erdbeben hat einen Riss in der Elementarebene geöffnet. So oder so, das sind schlechte Neuigkeiten. Ihr solltet das lieber Grelin berichten. Mögen eure Reisen sicher sein. Was geht euch durch den Kopf? Ja, ist der Krieg nie der Kalte. Sorin hat gut daran getan, euch auf Erkundung zu schicken. Das sind wertvolle Informationen, die ihr da bringt. Das Problem ist nur, dass uns das nur noch mehr Arbeit macht. So verwirrt die Trolle momentan zwar sind, würden sie die Zwerge noch immer am liebsten aus dem Eisklammtal hinauswerfen. Und ich werde ganz gewiss keinem dahergelaufenen Feuerdämon erlauben, unser verschneites Tal in einen Bergsee zu verwandeln. Der Trollanführer, seine Diener und die Feuerkreatur sollten alle in der Höhle im Südosten sein. Schaltet sie allesamt aus. Man sieht sich. Bleibt auf dem Boden. Das machen wir natürlich, ne? Ja, ist auch schon die Höhle. Wir Zwerge lieben es ja, unter Tage zu gehen. Okay, wir nehmen mal den Dolch. Heilkraut ist auch immer gut, ist nie verkehrt. Ups. Somit können wir auch ein bisschen im Nahkampf was machen, wenn uns wirklich mal einer uns zu nah auf die Pelle rückt. Die brauchen wir eh alle, die müssen wir eh alle töten. So, und seid ihr eigentlich, spielt ihr eigentlich lieber Horde oder Allianz? Das würde mich auch brennend interessieren, Leute. Ich habe ja früher eigentlich immer nur Horde gespielt und bin dann vor, ja, eigentlich als WoW Classic rauskam, wieder auf die Seite der Allianz gewechselt. Quasi meinen Herren, meinen Stamm, meinen Rat, meinen Kriegsfürsten verraten. Und seither schätze ich eben gerade die Allianzgebiete ziemlich sehr. So. Achso, die haben wir schon alle. Mal wieder jemand markiert, den was Novize. Okay, das sind die Novizen. Ja, komm, du kleiner Novize, komm. Früher hast dich da halt nicht reintrauen können, ne, alleine. So, wir looten natürlich jeden, den was wir töten, damit er nicht umsonst gestorben ist. Man sieht schon, schadentechnisch, mana-technisch haben wir hier überhaupt noch, Betonung auf noch, kein Problem. Da ist auch noch ein Novize. Vermute mal, hier hinten können wir dann eh weiter durchlaufen. Und da sollten wir jetzt dann irgendwo gleich mal auf Kriknir stoßen und den Feuerelementar. Da unten sind beide. Nehmen uns mal hier unsere Dämonenhaut. Oder wie heißt's? Erbarmungslose Entschlossenheit. Okay, ich nenne es halt Dämonenhaut. Gab es, glaube ich, früher so ein Skill, der was so geheißen hat, ne? Und somit sollte das Tal hier eigentlich wieder sicher sein.
Vermute ich. So, komm. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass meine Cam ein bisschen nachhängt. Kann das sein? Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt zwischen dieser und der nächsten Aufnahme gleich mal anschauen, anhören, reinschauen, ob vielleicht die Cam asynchron ist. Wenn dem so ist, dann bitte ich es zu verzeihen und werde das natürlich dann beheben. Ist mir jetzt gerade so nebenbei ein bisschen aufgefallen, als ich hier rüber gelinst habe auf meinen zweiten Monitor. Wie geht's? Ich bin froh, dass ihr sicher zurückgekehrt seid, Baruschem. Zwar mag es im Moment nicht danach aussehen, aber ihr habt euch als eine überaus große Bereicherung für die Verteidigung Ambosars entpuppt. Hier, nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Level 6. Die Präsenz eines Feuerelementars hier im Eisklammtal ist keine Kleinigkeit. Dieses Erdbeben hat doch mehr angerichtet, als nur ein paar Trogs zu verärgern. Es hat die Welt genug verändert, um einen Riss in der Elementarebene zu verursachen. Wir sollten einen Bericht nach Eisenschmiede schicken. Ihr wärt nicht eventuell bereit, eine kleine Reise zu unternehmen, oder? Keine Sorge, ihr seid genau der Richtige. Redet mit Hans Federspross beim Tunnel am östlichen Ende des Tals. Er weist euch den richtigen Weg. Mögen eure Reisen. Und so werden wir quasi jetzt auch schon weitergeleitet ins nächste Gebiet. Wo ist der Gnom? Da verkaufen wir gleich das ganze Zeug, was wir nicht brauchen. So, Essen behalten wir uns mal ein bisschen was. Und natürlich das Heilkraut, ne? Man sieht sich. Und dann auf zu Hans Federspross. Und da mache ich jetzt einen kurzen Cut und wenn wir wieder dort sind, sehen wir uns wieder. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Hans Federspross angekommen. Hi, wie geht's? Nach Eisenschmiede? Nun, zuerst müsst ihr durch Karanos. Aber davor müsst ihr durch diesen Tunnel. Okay. Habt ihr das gesehen? Wie die ganze Höhle einfach so zusammengestürzt ist? Ich glaube, ihr seid genau rechtzeitig gekommen. Keine Minute zu früh. Obwohl diese Entwicklung meinen Job, die Höhle zu untersuchen, entschieden vereinfacht, wird es für euch nun schwerer, nach Karanos zu gelangen. Hey, wartet. Ich habe eine Idee. Die Luftfahrer aus Knummerigan haben einen Flugpunkt nicht weit von hier. Ich werde ein Signal absetzen und sie sollten Hilfe schicken. Ich vermute, dass sie drüben in Ambosar landen werden. Sehr gut. Das kenne ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Bis jetzt bin ich immer hier durch die Höhle dann habe ich immer durch die Höhle raus müssen, ne? Wenn ich einen Zwerg angefangen habe. Also das ist mir jetzt komplett neu eigentlich. Finde ich aber auch spannend. So, werden wir jetzt durch die Lüfte getragen, oder wie? Ja, da ist schon so ein Luftgefährt. Milo Zwickrädchen. Auf die ganzen Namen musst du erstmal kommen, ne? Seid gegrüßt. Milo Zwickrädchen meldet sich zum Dienst. Ihr habt ein Notsignal abgesetzt. Aufgrund der Gewichtsbeschränkung meines Gyros kann nur ein Zwerg mitfliegen. Sieht aus, als hättet ihr Glück, Barasche. Die Zwergin Jona hat mir erzählt, dass alle eure Sachen nach Ambosar gebracht wurden. Sammelt zusammen, was ihr braucht, beendet eure Angelegenheiten und dann kommt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid, aufzubrechen. Alles klärchen. Okay, wir brauchen noch einen Bierkrug, einen Umhang und Fleischreste. Geht's dir Alten noch gut? Okay, bekommen hier also noch ein bisschen Stuff mit auf dem Weg. Holen wir uns natürlich. Und da ist auch noch eine Quest drin, ne? Sehe ich gerade. So. Kann man das trinken? Nö. Questgegenstand. Schade.
Schön, euch zu sehen. Ihr verlasst uns. Denkt daran, eure Vorräte aufzufüllen, bevor ihr aufbrecht. Wichtiger noch, sprecht mit Tarek Schwarzstein, sobald ihr in Karanos eintrefft. Sagt ihm, was hier im Eisklammtal geschehen ist und dass wir ein wenig Hilfe gebrauchen könnten. Er wird hoffentlich etwas für uns organisieren können. Bleibt auf dem Boden. Meldet euch bei Tarek Schwarzstein in Karanos. Gut. Wollen wir. Mir gefällt übrigens die Robe, die er anhat, voll gut, ne? Die hat irgendwie was. Ups, zum Friedhof müssen wir nicht. Zum Verkauf haben wir auch nichts mehr, das heißt, wir sind eigentlich startklar. Schönen guten Tag. Seid ihr absolut sicher, dass ihr euch um alles gekümmert habt? Ihr werdet keine Zeit haben, nochmals herzukommen. Ja, das schauen wir uns an. Hat ja auch lang genug gedauert. Haltet euch gut fest und schaut euch nochmal gut um. Höchstwahrscheinlich werdet ihr eine ganze Weile nicht mehr herkommen. Hinfort, hinfort. So, und so fliegen wir dann über das Gebirge Richtung Karanos. Lassen das Eisklammtal hinter uns. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann in Karanos wieder. Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.